Hallo und herzlich willkommen beim allerletzten Startup Welle Afterwork Talk. Heute geht es um das Thema Social Media und Online Marketing und Gast ist heute bei mir Samer Mohammed. Er ist CEO von Mr. Promotion GmbH und den holen wir jetzt gleich mal zu uns rein. Hallihallo Samer, servus. Hallo. Hallo Markus, grüß dich, vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass es bei dir geklappt hat heute. Ich habe ja gerade gesagt, das ist der allerletzte Startup Welle Afterwork Talk, den wir dieses Jahr haben. War ja ein recht turbulentes Jahr, ich denke bei dir auch so. Ja, absolut. Oder? Sehr, sehr skurriles, spannendes Jahr auch gewesen, sehr kurios, ja. Erzähl doch mal unseren Zuschauern ein bisschen so, was du genau machst. Ja, das, so wie du mich vorgestellt hast, mein Name ist Samer Mohammed, habe meine Wurzeln ursprünglich in Syrien, bin seit 34 Jahren jetzt in der Bundesrepublik Deutschland, also seitdem ich ja vier Jahre junges, kleines Kind gewesen bin und habe dann nach einer klassischen Ausbildung im Bereich Kaufmann für Einzelhandel, im Bekleidungsgeschäft, also bei etwas exklusiveren Herrenmode HK, habe ich mich dann irgendwann entschlossen, mein eigenes Ding dann zu machen, weil ich im Verkauf halt sehr, sehr stark gewesen bin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Thema Verkaufen, das Thema Selling. Ich kam mit den Kunden sehr gut klar und habe gute Netzwerke vor Ort gegründet mit unseren Kunden, was auch zu Weiterempfehlungen aus diesem Laden geführt hat und das in meiner Ausbildung schon bereits. Und dann kam halt das Thema Social Media, dementsprechend vor circa 13 Jahren, 14 Jahren dann in mein Leben, StudiVZ, und später dann auch Facebook und Co. Und dann habe ich die beiden Fähigkeiten wie Verkaufen und Social Media dann miteinander verknüpft, um das kurz zu fassen. Habe dann einige Jahre in dem Bereich nebenberuflich dann halt gestartet, habe angefangen, kleinere Unternehmen dabei zu unterstützen, auf den sozialen Medien Fuß zu fassen, ihre Marke dort aufzubauen, ihre Produkte abzusetzen. Und später ist das ein bisschen größer geworden. Und so weit groß, dass ich einige Awards auch von renommierten Unternehmen und renommierten Veranstaltern halt auch gewonnen habe. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, was wir auf Amazon platziert haben und dort auch relativ gut in einigen paar Tagen schon Bestseller geworden ist zum Thema Social Media, wie man Brand aufbaut, wie man auf sich aufmerksam macht. Und mittlerweile berate ich halt größere Unternehmen und kleinere Unternehmen in dem Bereich, wie sie Social Media halt für sich aktiv nutzen, wo ich zusagen muss, dass ich bis heute ohne Werbebudget gearbeitet habe. Das heißt, ich und meine Kunden haben bis jetzt ohne einen einzigen Cent in Facebook-Ads zu investieren oder in YouTube-Ads, haben rein organisch über den Aufbau einer Community, die nicht immer besonders sehr groß sein muss, sondern die richtigen Personen zu erreichen, haben wir damit ein Branding aufgebaut und haben sie damit unterstützt, weil ich es genauso selber gemacht habe. Und das ist so meine Expertise. Es liegt nicht daran, dass ich Facebook-Ads nicht gut finde, sondern es liegt einfach daran, dass ich sage, wer organisch kein Content liefern kann, der braucht mit Ads auch gar nicht anfangen. Das so kurz zusammengefasst. Das hast du im Prinzip auch schon relativ, ich meine, wir kennen uns ja schon lange, du hattest, ja. Aber du hast ja auch sehr lange jetzt ein bisschen in der Social-Media-Szene, hältst du dich auf? Wie hat die sich verändert? Wie hat so das, klar, Algorithmus und alles wird ja eh immer geändert, aber wie hat sich so das ganze Social Media in den letzten 5 Jahren, das ist ja ein riesen Quantensprung heute, also früher war es ja 10 Jahre, war es eine Dekade und da hat man dann irgendwie einen Fortschritt gemacht, aber heute ist ja die Zeit immer kürzer. Ist ja, selbst wenn man Dinge von vor 5 Jahren sieht, sind sie ja schon recht alt. Wie siehst du das? Wie hat sich das verändert, deiner Meinung nach? Es hat sich, ist eine sehr, sehr spannende Frage. Es hat sich verändert in der Hinsicht, dass vor allen Dingen das Bewusstsein erstmal von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, sei es etablierte Unternehmen oder Menschen, die gerade mit einem Startup, mit einer Idee auf den Markt kommen, dass die mittlerweile erkannt haben, dass das jetzt nicht mehr ich mache das mal nebenbei, Motto, sondern ein wirklicher Kommunikationskanal direkt mit dem Kunden 1:1 einfach geworden ist. Viele haben ja vorher die Herausforderung, den Fehler inklusive mir früher gemacht, dass sie versucht haben, das klassische Marketing, was wir aus der Offline-Welt kennen, aus dem Bereich Lead-Fast-Säulen, Radio, Fernseh, Werbung,
Papier, Zeitung etc. 1:1 zu übertragen in die sozialen Medien. Das heißt, die haben einfach ihre Promo genommen, haben ihr schönes Bild, ihr designtes Bild von ihrer Designerin genommen und 1:1 einfach gepusht auf die sozialen Medien. Das Bewusstsein, denke ich, hat sich in den letzten 5 Jahren stark verändert in diesem Segment, dass die Menschen immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer erkennen, dass das ein One-to-One, ein 1:1 Kommunikationskanal, direkter Kanal einfach ist mit meinen Kunden und ich die Möglichkeit halt heute habe, wirklich wie große Unternehmen auch zu werben, was vorher unmöglich war, aufgrund des Werbebudgets, was ich benötigt habe. Also es ging in Hunderttausende von Euros, was man vorher benötigt hat, um die gleichen Menschen zu erreichen. Das hat sich verändert, dass immer mehr Menschen erkennen, okay, das ist ein Kommunikationskanal für mich. Ich darf das auch nicht mehr stiefmütterlich behandeln, sondern es ist ein Kanal, der extrem wichtig ist, genauso wie ein Kanal aus dem Bereich Sales, aus dem Telefonakquise zu betreiben oder Direktmarketing halt einfach letztendlich zu betreiben. Was sich verändert hat, ich finde es immer ein bisschen doof und versucht auch ein bisschen mehr immer dagegen anzugehen, dass die immer sagen, ja, die sozialen Medien wie Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn und Co., dass die ständig halt immer ihren Algorithmus verändern. Dafür muss man wirklich die Helikopterperspektive einfach als Unternehmerinnen und Unternehmer einfach einnehmen, indem man sich selber sagt, okay, warum tun die das? Weil letztendlich haben sie auch ein Ziel. Sie wollen, dass du dort aktiv bist. Sie wollen dort, dass du dein Business betreibst und sie wollen dort auch, dass du dann letztendlich auch Geld also ausgibst, ne? Davon leben sie ja letztendlich, ne? Nicht umsonst das mit die reichsten Unternehmen auf der ganzen Welt, weil sie halt von Werbung, von Marketing, deinen Marketing-Ausgaben, deinen Advertise-Ausgaben und vor allen Dingen deinen Daten auch leben. Wenn ich das weiß, dann muss ich auch wissen, okay, ich müsste dann nach den Spielregeln spielen, die sie mir vordiktieren, was ein Vorteil nach Nachteil sein kann. Der Vorteil dafür ist, dass die Menschen sich auch verändert haben, dass die nicht mehr nutzen, externe Software, nicht versuchen, irgendwie rumzutricksen, den Algorithmus zu verarschen, nicht versuchen, irgendwie durch eine Hintertür mehr Reichweite und mehr Wachstum, sondern einfach mit den Mitteln, mit den Features, die mir Social Media gibt letztendlich, wie ein Aufbau einer guten Gruppe, wie der Aufbau von vernünftigen Stories in den jeweiligen Plattformen, das einfach nutze, was sie mir geben, und sie mich dann auch letztendlich belohnen. Wir hören immer wieder, dass die Menschen schimpfen und sagen, hey, organisch geht nichts mehr. Nein, organisch geht jawohl was. Natürlich geht da organisch noch mehr. Warum geht organisch immer noch in der heutigen Zeit? Weil die sozialen Medien diejenigen einfach belohnen, die wirklich relevanten Inhalt und relevante Content-Inhalte bringen. Die sozialen Medien wurden gegründet, um Menschen zusammenzubringen und Mehrwerte für die Community dann zu schaffen. Wenn ich plumpe Werbung anfange, dort zu platzieren, dann sehe ich dort, sieht Facebook auch keinen Mehrwert und sagt zu dir, okay, mein Lieber, dann halte ich deine Reichweite auch unten. Und wenn du willst, dass du das den Leuten angezeigt bekommen möchtest, dann will ich auch, dass du in dein Portemonnaie greifst. Und das finde ich schon, die Menschen verändern sich. Was aber auch passiert ist, dass das Thema Influencer, auch Business-Influencer, immer mehr jetzt gerade in Erscheinung tritt. Das ist ein Beruf, auch wenn viele Leute das nicht mehr wahrhaben wollen. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit Verona Feldbusch oder Verona Poth, dann irgendwann, die ein Werbegesicht war. Diese Dame, vor der ich sehr, sehr viel Achtung einfach habe, weil sie es geschafft hat, mit den Medien sehr gut zu spielen und für sich zu nutzen. Und heute ist das Menschen wie einen normalen Influencer, ob das der Fitness-Influencer ist oder der Business-Influencer, mit seinem Unternehmen einfach gestattet, relevant in seinem Markt zu sein. Und dieses Bewusstsein steigt immer mehr. Und wenn man das wirklich aktiv mit einer vernünftigen Strategie nutzt, dann ist das für jeden möglich, ohne einen einzigen Cent auszugeben dafür, um auf sich aufmerksam zu machen, um auf seine Produkte aufmerksam zu machen, aber vor allen Dingen auch die Menschen auf dieser Reise von seinem Unternehmen mitzunehmen. Weil das zieht, glaube ich, immer mehr, als man sagt, ich habe das beste Produkt, ich habe die beste Dienstleistung. Ja, ich denke, dass gerade mit, da gebe ich dir vollkommen recht, klar ist, wenn du jetzt neues Social Media oder relativ neues wie TikTok nimmst, da ist die Möglichkeit, wenn du viel gute Content lieferst, dass du schneller wachsen tust, wie bei den alten Social Media. Es gibt auch natürlich welche, wo durchaus schwieriger ist das Wachstum. Zum Beispiel YouTube ist, denke ich, da ein gutes Wachstum hinzulegen, ist vielleicht etwas schwieriger wie jetzt bei Facebook oder bei Instagram. Aber ich denke, dass es
immer noch so ist, dass wenn du, wie du schon sagst, wenn du kontinuierlich arbeitest, und es hängt ja auch immer davon ab, welche Branche dass du abdeckst. Ja. Also es gibt ja zum Beispiel, wenn du B2B-Branche abdeckst, da gibt es natürlich klar nicht so viele Fans, wie jetzt, wenn du zum Beispiel Foodblogger wirst. Oder, Musst du auch nicht haben. Das ist immer der Gedanke, den viele haben. Die denken, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Traveler-Influencer sehen, der 200, 300, 400, 500.000 Follower hat, und messen sich dann an diesem Maßstab, wenn ich selbst ein Reisebüro zum Beispiel bin, ja, oder ein Online-Reisebüro bin. Das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist einfach, dass ich habe hier immer die 1.000-Personen-Strategie, dass ich immer sage, wenn du 1.000 Menschen wirklich hast, auch als kleines, demnächst jetzt auch, wird eine Riesenbranche auch sein, das Thema Reisebüro zum Beispiel, wenn ich 1.000 Menschen wirklich tatsächlich erreiche und auf diese Person einen Impact, also wirklich einen Einfluss an auch habe, damit ich sehr, sehr gutes Geld einfach letztendlich verdiene. Und wenn wir es zum Beispiel bei TikTok sehen, ich habe selbst ja erst vor einigen Wochen damit angefangen, ich liege, glaube ich, gerade zum momentanigen Zeitpunkt bei knapp 150 Follower, wenn ich im Vergleich bei mir sehe, bei Instagram, wo wir über 90.000, bei Facebook über 25.000, bei YouTube weit über 10.000 sind. Was aber interessant ist, ich habe ein Video zum Thema, was ich dir schon immer sagen wollte, wo es um das Thema von mir aus, ich gebe den Menschen was zurück, dass ich sie wirklich dafür liebe, dass sie nie aufgegeben haben, hat auf TikTok am besten performt mit über 6.000 Views. Also 6.000 Views auf 120 Follower, das muss man sich überlegen, wie der Algorithmus dort so spielt, weil der Content einfach genau auf diese Zielgruppe dann halt letztendlich gepasst hat. Und was ich eigentlich letztendlich auch mache, ist, dass sehr, sehr viel mit Testen einfach zu tun hat, ja. Also die jeweiligen Inhalte zu nehmen und in die richtige Gießform pro Plattform zu bringen und dann zu schauen, wie reagiert das. Und das ist einmalig in der Geschichte der Wirtschaft gewesen, dass wenn du eine Botschaft nach außen hin transportierst, dass du in Realtime, ja, in Echtzeit Feedback zurückbekommst und dann siehst, was auch letztendlich funktioniert, was vorher nie der Fall war. Du hast ja nur gestreut und heute hast du die Möglichkeit, halt in den einzelnen Plattformen das durchzuarbeiten. Ich meine, die Menschen wissen das auch, Markus, ja. Ich meine, wir kennen uns beide auch schon länger. Die wissen das dennoch, versuchen aber immer noch mit Tricks oder sagen, ja, ich nutze das nicht. Und das Thema Branding über die sozialen Medien ist einfach so brutal wichtig. Ich meine, wir sehen das gerade in der aktuellen Krise in Corona, wie viele Unternehmen momentan pleite gegangen sind und wir werden die größte Insolvenzwelle nach dem Zweiten Weltkrieg steht uns bevor. Das muss einem klar sein. Und ich bin immer noch da und viele meiner Kollegen aus dem Bereich Consulting oder Coaching sind heute weg vom Fenster, weil sie kein Geld mehr hatten, um Ads, die teuer auch sind, die was bringen, aber auch teuer sind, nicht mehr bezahlen zu können, weil ich immer aufs Brand gesetzt habe und auch für die nächsten 3 bis 5 Jahre einfach weitersetzen werde. Und das empfehle ich Unternehmen, weil eine Marke wird immer die Menschen um sich herum haben, die einem dann halt letztendlich auch unterstützen und die Produkte, die Dienstleistungen auch, die einem weiterbringen, auch dann dementsprechend auch in Anspruch zu nehmen. Und das ist das, was man einfach immer wissen sollte. Es ist eine härtere Arbeit. Es ist wichtig. Es kostet Zeit. Aber hier geht es halt um das Thema Unternehmertum. Also keiner hat gesagt davon, als ich mich entschieden habe, Unternehmer zu sein, dass es einfach sein wird. Und diese Zeit muss ich auch investieren in diese Plattform. Sie werden sich aber letztendlich halt immer auszahlen. Ist bei mir genauso gewesen wie mit meinen Kunden, als auch bei dir selbst. Wir sehen ja, seit wann du jetzt in den letzten Monaten verstärkt auch mit diesem Format, was ich brutal Hammer, also das ist der absolute Hammer, finde. Man merkt ja, das hat ja auch einen Sinn, warum du das tust und dass das halt auch gefruchtet hat. Aber es hat auch nur funktioniert, Markus, weil du das auch getan hast. Du hast gesagt, ich habe eine Idee und bin rausgegangen. Ja, und ich denke aber, das hatte man ja vor kurzem schon gesprochen, als wir uns da unterhalten haben, dass du nicht nur das Unternehmen, wo niemand da ist, sondern du brauchst eine Person nach außen. Die Leute brauchen jemanden, wo sie oder wo das Unternehmen repräsentiert. Es darf nicht zu eigen sein, weil falls du mal dein Unternehmen verkaufen möchtest, dann ist natürlich das Problem, wenn das auf die Person gemünzt ist, dann kannst du das Unternehmen schlecht verkaufen, weil wenn die Person weg ist, dann ist das Unternehmen zu. Allerdings haben das auch schon in der 80er, 70er Jahre mit dem Herrn Kaiser, genau. Hamburg-Mannheimer. So, den kennen heute noch viele,
die jetzt so 30, 40 Jahre alt sind, den kennen die einfach noch. Und das ist einfach so das Branding, die Firma Hamburg-Mannheimer gibt es nicht mehr, die wurde ja geschluckt mittlerweile von einem anderen Konzern, aber oder haben sich umformiert irgendwie, aber der Name Herr Kaiser ist mit Hamburg-Mannheimer verknüpft. Und das ist halt wichtig, wie du auch sagst. Die andere Frage ist, wie viel Social-Media-Plattformen sollte ich am Anfang nutzen oder wo sollte ich meinen Fokus drauflegen? Also wenn ich anfangen würde, wieder komplett bei Null, ja, also wenn ich wirklich komplett starten würde jetzt neu mit Social Media, dann darf man selbst den Fehler nicht machen, weil das halt, wie bereits erwähnt ist, mit sehr viel Arbeit zu tun hat, dass man auf allen Plattformen gleichzeitig einfach aktiv, ja, so. Man schnuppert einfach dementsprechend herein, man schaut, wo komme ich am besten halt mit zurecht. Ich würde immer jedem empfehlen, mindestens, Minimum, die ersten 3 bis 6 Monate sich auf eine Plattform dann zu konzentrieren. Beispiel, wenn ich auf Facebook halt klarkomme und ich denke mir, okay, das ist für mich sehr, relativ einfach und simpel, mit meinem Smartphone dann Content zu kreieren, weil mehr brauche ich ja heutzutage auch nicht mehr. Ich brauche ja kein teures Kamera-Equipment oder mir Sendezeit einkaufen oder sonst etwas. Dass ich damit einfach auch loslege, bevor ich anfange dann zu sagen, okay, ich mache Facebook, ich mache Instagram, LinkedIn, ich mache YouTube und jetzt seit kurzem auch Twitch und Co. und merke, dass das eigentlich doch relativ viel Zeitaufwand benötigt, um diese Kanäle einfach zu bespielen, weil die Leute erwarten das einfach auch von dir. Deswegen baue ich das auch. Daher, ich würde mindestens, wie gesagt, 3 bis 6 Monate, wo ich eher Richtung wirklich 9 Monate gehe, und daraus dann mich auf diese Plattform dann konzentriere, ich dann auch Feedback bekomme und ich auch sehe, okay, welchen Mehrwert könnte ich in die anderen Kanäle dann letztendlich switchen. Schau mal, wenn ich auf TikTok jetzt aktiv bin, ja, und ich weiß, der Algorithmus spielt mir gerade in die Karten und ich dort dann was aufbaue. Jeder weiß, die TikToker ist ein relativ junges Publikum, ne? 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, dann fragen mich die Leute, okay, warum machst du das trotzdem? Ich erziehe die Community halt mit dementsprechend nach oben. Das heißt, diese Menschen werden auch in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren, ja, erreichen ein Alter, wo ich schon sage, ab 17, 18 ist schon relativ kaufkräftig, wenn wir uns die Rapper zum Beispiel anschauen, wie viel Geld sie verdienen mit ihrem Promotion, mit ihrem Merchandise. Und du nimmst die Leute einfach mit auf diese Reise. Und das war meine Stärke auch auf Social Media. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja, ich meine jetzt nach 7, 8 Jahren, wo man sich kennt, man kennt die Stufen, die Leute identifizieren sich mit dir als Community. Und so ist das halt dementsprechend mit den sozialen Medien. 95% der Leute natürlich spezialisieren sich direkt auf den Verkauf, aber 5% haben gar keinen Bock auf das Branding, was halt langlebiger ist, aber immer auf dein Konto halt mit einzahlen wird. Ja, und deswegen hatte ich im Thema Corona, wussten die immer, dass ich da bin, aber ich habe auch in dieser Zeit des ersten Lockdowns und jetzt auch im zweiten Lockdown keine Zeit vergeudet. Das heißt, ich mache nach wie vor weiter mit meiner Arbeit, wo andere immer noch jetzt überlegen, wie komme ich aus der Misere raus, welche Möglichkeiten habe ich denn? Und erst wenn sich das alles beruhigt, weil das wird sich früher oder später immer beruhigen, so eine Phase dauert immer seine Zeit, aber wir werden irgendwann mal, definitiv, da bin ich positiv eingestimmt, werden wir wieder in die Normalität wieder zurückkommen. Und dann starten erst die Leute. Dann kommen erst die Startups wieder und dann kommen die. Aber dann ist auch so viel Zeit wieder vergangen, 2 Jahre, wo du dich hättest in dieser Zeit schon mit richtig gutem Content aus der Versenkung auftauchen. Ja? Aber es ist auch, ich hatte vor kurzem einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, war es Handelsblatt oder war es FAZ, Held der Steine ist ein YouTuber. Der hat in Frankfurt einen Laden für Klemmbausteine, also Lego und was es alles da drumherum gibt. Ist ja jetzt auch vom Lockdown betroffen. War beim letzten Lockdown betroffen, ist jetzt ja wieder irgendwo betroffen. Der macht aber über Social Medias viel, wo er aber selber gar nicht verkauft, sondern wo er dann zum Beispiel auf Amazon Affiliate-Links angibt. So. Ja. Er verkauft jetzt trotzdem, obwohl der Laden dicht ist. Er hat zwar wahrscheinlich auch noch eine Webseite, wo er online verkaufen kann oder macht das über Amazon, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, er macht Livestreams, wo er dann auch Produkte zeigt und dann die Leute entweder bei ihm bestellen können oder halt eben bei Amazon über einen Affiliate-Link. Und somit kann auch ein stationärer
Händler sich ein Branding aufbauen oder ein Brand aufbauen. Ja, also ja. Sie sind ja nicht nur diese, die Online-Marketer oder die sowieso jetzt übers Internet arbeiten oder die Startups. Nein, es geht um den stationären Händler auf jeden Fall. Du musst aber eine Sache halt auch bedenken. Ja, Corona zwingt viele momentan jetzt auch in die Knie, weil das auch ein Reinigungsproblem für viele Sachen ist. So krass sich das auch eigentlich anhört, ja. Weil wir waren schon immer in Deutschland oder sehr oft der große Anteil der deutschen Bevölkerung, zu dem ich mich natürlich auch zähle, war sehr resistent dann dementsprechend gegen Veränderungen, alles, was so mit Datenschutzgesetze und Internet und so zu tun hat. Eins ist klar, es machen viele vor, gerade momentan, sogar in Deutschland, also trotz des all Dingen sagen, ich mache das nicht. Es gibt viele stationäre Einzelhändler, die momentan sehr gut aufgestellt sind. Das waren aber auch diejenigen, Markus, die vorher dieses Bewusstsein schon dafür auch gehabt haben und nicht sich in die Knie einfach zwingen lassen haben durch den äußeren Einfluss. Das heißt, es wird danach auch dementsprechend weitergehen. Für mich ist, das habe ich auch in meinem Buch Like, was überall auch zu finden ist, auch mal erwähnt, dass ich es vermisse, zum Beispiel, weil wir sind ja auch immer ein paar Jahre hinter den Staaten immer dran. Es geht, funktioniert nicht alles immer in Deutschland, aber ich kann es halt wenigstens antesten. Dass ich vermisse, dass mit den Livestreams, wie ihr es gerade durchführt, ein stationärer Einzelhändler, ein Dienstleister, sein eigenes Teleshopping, sein eigenes QVC durchführen kann. Mit einer Sendung einmal die Woche. Wenn ich den Schuhhändler habe, wenn ich den Spielzeughersteller einfach habe. Ich meine, die meisten haben eh eine Facebook-Seite. Die haben sie auch aufgebaut. Sie wussten, ja, aber sie nutzen sie letztendlich nicht für ihre eigene Shopping-Show, nicht für ihre eigenen Angebote dementsprechend. Das, also ich kenne keinen in Deutschland, der es in der Form durchführt. Ich habe ein großes Direktvertriebsunternehmen dort mit unterstützt aus dem Nahrungsergänzungsbereich, was super funktioniert. Aber der kleine Mann, der mit dem Handy einfach das aufstellt, ja, und ein Banner für ein paar Euros sich erstellen lässt und dort sagt, ey, jede Woche gehe ich einmal online, zeige in meinem Shop, suche mir drei bestimmte Produkte aus und mache aller Teleshopping-Style und vermarkte diese Produkte, auch wenn ich sie nicht verkaufen würde, bin ich ständig in den Köpfen der Menschen, meiner potenziellen Kunden, die meine Facebook-Seite liken. Und wenn es wieder aufgeht oder nicht, wie auch immer. Was man aber dazu auch sagen muss, es gibt Unternehmen, und so hart es auch klingt, es gibt Unternehmen, die sind nicht mehr Social-Media-fähig oder nicht mehr digitalisierbar. Es muss man klar sagen, es gibt Unternehmen, wo der Zug einfach abgefahren ist. Also die werden vom Markt wegrationalisiert und das hat nichts mit Corona zu tun. Corona hat letztendlich den letzten ekelhaften Dolchstoß gegeben. Ich spreche jetzt von Gastronomie etc. Ich brauche heute, um ein Kofferbusiness zu starten, ja, kann ich heute eine Studentenbude anmieten für 150, 200 Euro auf dem Dorf, eine vernünftige Internetleitung, Kommissionsware kriegen, vielleicht mit 2.000, 3.000 Euro Startkapital loslegen, wenn überhaupt, und kann über Streams hochwertige Koffer à la Samsonite und Co. verkaufen an meine Kunden über einen Online-Shop. Ich muss nicht mehr zum Laden gehen und dass er mir erklärt, wie ein Koffer funktioniert. Ja, verstehst du, was ich meine? Also örtliche Kofferverkäufer, nur als Beispiel, weil mir das gerade eingefallen ist, der wird nicht mehr digitalisierbar einfach sein. Wenn ich aber das weiß, dann muss ich auch wissen, in jeder Krise, in jeder Veränderung stecken Chancen. Es gibt ja zigtausend Unternehmen, die gerade Cash machen, die verlieren und die werden danach weiter Geld verdienen, weil sich der Markt einfach verschiebt. Das ist Evolution. Ja, und das Thema ist ja, du kommst ja auch aus dem Direktvertrieb. Genau. Du kennst ja den Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und das lernt man ja so, ist ja so ein bisschen der Standard raus. Und das ist auch das Thema. Und das sind halt viele Unternehmen. Und auch was vielleicht ein bisschen schlimm ist, dass jetzt künstlich Unternehmen am Leben erhalten werden. Ja. Die einfach nicht überlebensfähig sind. Ich meine, wenn du dein Unternehmen, du hast vorhin angesprochen, es gibt Mitbewerber von dir oder es gab mal, die Ähnliches gemacht haben, die gibt es nicht mehr, weil sie halt einfach auf große Budgets aufgebaut haben. Und große Budgets sind jetzt nicht mehr da. Ja. Und jetzt halt gerade. Gar kein Thema. So. Das ist so das Thema, weißt du, wo du es. Ich habe auch nicht in der Krise auch letztendlich in Anführungsstrichen halt mit investiert. Das liegt auch daran, dass ich den Markt halt auch mit dominiert habe. Ich habe am Anfang, wo ich gesagt habe, ich gehe in diesen Markt rein, dass mein Standard, mein Minimum war und meine Einstellung dazu,
wenn ich in einen Markt reingehe, dass ich dort die Pole Position einfach bekomme, dass ich auf jeden Fall den Markt dominiere mit dem, was ich mache, dass ich es anders mache, dass ich es besser mache. Deswegen ist man auch letztendlich dann nicht mehr kopierbar. Erstmal, man sagt ja mal, bevor mir dann letztendlich irgendwelche Ideen, was das Marketing betrifft oder die Weiterentwicklung meiner Produkte und meiner Dienstleistung, ja, gehen den Leuten meistens aber die Kohle dann letztendlich halt dann aus. Und das ist halt wichtig, einfach den Bereich, dass man in seiner Nische dann so vorpusht, indem man sich zeigt, indem man, und ich finde, guck mal, wenn ich ein Produkt habe, ja, wenn ich als Startup, als Unternehmer, als Unternehmerin, ob physische Produkte oder ob ich eine Dienstleistung nach außen anbiete, ob ich Produkte von A nach B rausschiebe. Mhm. Wenn ich ein Unternehmer bin und ich überzeugt bin, dass diese Produkte gut sind, dass sie den Menschen einen Mehrwert bringen, dass sie Menschen von A nach B, von einem Problem A zur Lösung B bringen, wenn Menschen sich dadurch besser fühlen, wenn ich Lösungen anbieten kann und ich überzeugt bin, dass das die besten Produkte und die besten Dienstleistungen auf dem Markt sind, dann muss ich mir das Bewusstsein auch aufbauen und auch festigen, dass ich das auch in die weite Welt hinausschreien muss und darf, dass das okay ist, weil ich bin ja überzeugt davon, dass das gut ist und dass das Beste ist. Und das ist das Ding, wenn die Menschen immer sagen, ich möchte, ich klappe mal nicht, ich bin mal nicht nach draußen polarisierend, ich zeige mich nicht so gerne, ich mache das. Und das ist das Ding. Ich bin stolz darauf, auf das, was ich anbiete. Ich bin überzeugt davon, dass das die besten Produkte auf der ganzen Welt sind in diesem Bereich, was ich anbiete. Und dann schiebe ich das vor mir her und sage, ey, liebe Welt, schaut mal, was ich habe. Und die Reise dorthin, die Entwicklung dorthin dieser Produkte. Und das ist halt gut. Alles andere ist nur Kindergarten. Hm. Alles andere ist nur Hobby. Alles andere hat nichts mit Geld verdienen und mit dem Markt zu tun. Trotz der ganzen moralischen, ethischen Werte, die extrem wichtig sind im Unternehmertum, muss mir eins bewusst sein, das ist ein Schlachtfeld da draußen, wo andere Menschen auch an deinem Portemonnaie wollen oder der Kampf um den Kunden. Und da musst du halt wissen, wie du agierst, mit welchen Waffen, in Anführungsstrichen, du arbeitest, um den Menschen zu erreichen. Und wenn du still in dein Kämmerlein hinten einfach sitzt, dann wirst du vom Markt einfach wegrasiert und das wird niemanden da draußen interessieren. Jetzt ist ja die Frage, was sollte ich machen? Soll ich mehr Video-Content, soll ich mehr statische Content, also in Form von Bildern und Texte machen? Soll ich einen Mix machen? Als allererstes, ich bin kein Freund von riesen PowerPoint und Excel-Listen. Ich mag nicht, wenn man so die Leute so tot ins Meeting schickt, ja, aber tot mietet. Einen einfachen Stift und Zettel mal zu nehmen, schreiben Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Mache ich mir eine kleine Liste, wenn du Lust hast, auch auf Excel und schreibst dir erstmal auch so, welche Themen du überhaupt erstmal bedienen möchtest nach draußen, um zu schauen, wie reagieren die Leute. Damit stehst du dann morgens erstmal auf und denkst dir, ah, heute ist Montag, heute zum Beispiel habe ich, da geht es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Reise von meinem Produkt, ne? Wie ist das Produkt entstanden? Dienstag als Beispiel spreche ich darüber, wie ich überhaupt zu dieser Idee einfach letztendlich gekommen bin. Am Mittwoch positioniere ich ein Produkt. Am Donnerstag gebe ich Mehrwerte und Tipps für den Markt im Allgemeinen, wie sich der ganze Markt zum Beispiel entwickelt, in dem ich unterwegs bin. Und am Freitag setze ich nochmal einen Call to Action und sage zu dir, euer liebe Leute, gib Content for free raus, Inhalte über ein bestimmtes Thema, was ich beherrsche und sage den Leuten, ey, meldet euch doch bei mir mit einer Telefonnummer, lass uns mal reden. Das heißt, ich habe erstmal 5 Tage mit bestimmten Themen gefiltert, damit ich nicht morgens aufstehe und nicht mehr weiß, was ich tun soll. Und dann entscheide ich, okay, soll dieser Content-Inhalt, diese Inhalte, sollen sie in Form eines Bildes, Textes oder Videos rausnehmen? Ich habe mich dazu entschlossen und finde, dass das immer in Zukunft, das machst du auch sehr, sehr gut, Markus. Mir fällt es extrem leicht, bevor ich ein Bild mir raussuche, das dazu passt, oder ein Text, dass ich lieber das Handy nehme, entweder in die Stories das reinballer oder ein Livestream halt einfach letztendlich reingehe und um diese Botschaft dann letztendlich zu vermitteln. Ja, man darf sich nicht so oft Gedanken machen, ah, was für ein Equipment, ja, wo ist ein kleines Mikro, Licht für 10, 20 Euro und dann geht's los, weil das Smartphone hast du und Video-Content kommt einfach besser bei den Leuten an, die lernen dich noch mehr kennen. Aber die Basis dafür ist halt dein kleiner Redaktionsplan oder dein Contentplan. Und so weißt du immer letztendlich, was rausgeht. Du kannst dir aus Google und aus YouTube raussuchen in deiner Branche. Du gibst zum Beispiel ein dein Themengebiet und schaust dir an, okay, welche Themen haben am besten performt nach draußen in meiner Branche.
Branche, die sich schon bereits auf dem Markt etabliert haben, die bereits eine riesen Resonanz bekommen haben, weil es spielt letztendlich keine Rolle, ob das der asiatische, der afrikanische oder der amerikanische oder der arabische Content einfach ist. Alle Menschen sind gesteuert von Neugier und von Emotionen. Und dann nimmst du dir das Thema und gibst deinen Senf, das muss Voraussetzung dafür für Content, dass du Ahnung hast von dem, was du da erzählst, und holst dir eine Menge Ideen auf Inhalte, die bereits draußen funktioniert haben, und gibst deinen eigenen Senf einfach letztendlich dazu. Das ist the game, das war's. Also was ich festgestellt habe, was bei den Leuten sehr gut ankommt, gerade weil du sagst, Story mache, so die User oder die Fangemeinde, die Fanbase, ein bisschen an deinem Tagesgeschehen teilzuhaben. Also zum Beispiel, gerade bei uns, wir haben zwar die Magazine zum Beispiel, die gehen zum Dienstleister, der macht die Abos, der macht den Großhandel und so weiter. Aber jetzt zum Beispiel, wir kriegen ja eine kleine Ladung, so für das, was, wenn wir Events gehen, wenn es mal kein Corona gibt, ja, oder wenn halt irgendwie Durchgangsverkehr oder so ist, oder wenn man mal jemand nach einem Call Magazin rausschickt, dass ich dann immer hergehe, wenn die Magazine da sind, mache ich als allererstes eine Story, so, die neuen Magazine sind da, und pack das Päckchen aus, also mach da so ein Minutenvideo draus, ja, wo ich dann poste, du, weil einfach die Leute mitnehmen, zeigen so, hey, jetzt ist ein neues Magazin da, boah, wie geil, so, die sehen es mit mir zusammen neu, und oder mal einfach nur, wie eine Webseite entsteht oder wie bei uns ein Magazin layoutet wird. Ja, das habe ich ja auch schon gemacht, dass ich zum Grafiker gegangen bin oder dass ich mir die Rohdateien geholt habe und dann die Zuschauer einfach mal bis mitgenommen. Und da siehst du dann auch halt die Reaktionen, wenn sie sehen, okay, das ist jetzt Rohmaterial, so sieht eine leere weiße Seite aus, so sehen die Bilder aus, das ist der Text, und nach dem Layout, wie dann die Seite ausschaut. Und dann, wenn man dann das Gedruckte paar Tage später oder 14 Tage später, je nachdem, wo es dann drin ist und wie lange der Vorlauf ist, wenn man es dann zeigt, was dann geprintet, wie das dann noch heute ausschaut. Und wenn du die so mitnimmst, das ist ein ganz großes Thema, wo dann du wieder greifbar bist. Ja? Das, was man vorhin schon hatte, jemand, der vorne dran steht, und auch die Leute, dass du bei denen mit drinne bist, dass du nicht nur irgendwo eine anonyme Firma bist. So, ja, es sind viele Großkonzerne, da sieht man ja, da ist der CEO, aber die sind ja nicht greifbar, die sind in den Social Medias nicht aktiv. Vereinzelt fangen auch Großkonzerne mittlerweile an, dass der CEO in den Social Medias auftaucht, dass er kleine Videos macht, weil sie einfach erkennen, du musst das öffnen, du musst dich nach außen öffnen, du musst zugänglich sein für die Fangemeinde, weil sonst schwindet die Fangemeinde. Und das macht zum Beispiel Elon Musk perfekt, ja, also mein der nimmt die mit. Dann gab es da ja Ärger mit dem kleinen YouTuber in Brandenburg, wollte sie ja ärgern, hatte Elon ja geschrieben, ihr fände es geil, er darf da alles filmen und er darf das machen, weil er einfach mit der Fangemeinde interagiert, und das findet die Leute halt einfach gut, und da muss man, denke ich, auch ein bisschen finden, das Social Media, wo zu einem passt. Ich meine, Twitter ist zum Beispiel jetzt eher, ja, der, wo gerne SMS oder WhatsApp-Nachrichten schreibt, der ist, denke ich, auf Twitter gut aufgehoben, wobei du ja auch Livestream kannst, du kannst Videos mittlerweile hochladen und so weiter, aber ich glaube, die sind auch begrenzt, zeitlich begrenzt. Ist ja auch bei LinkedIn, bist ja bei Videos auf 10 Minuten begrenzt, außer du machst einen Livestream, der bleibt dann danach stehen. Ja. Wobei 10 Minuten über dein Produkt, ein kleines Video, ist auch immer schwierig. Ja. Also die Transparenz der Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte und Manager des Unternehmens, dass die damit einen riesen Pluspunkte natürlich sehen, sehen wir an dem Beispiel von Elon Musk, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Das ist der direkte Draht einfach letztendlich zur Community. Ne? Wir sehen das zum Beispiel von einem Klienten von mir, dem General Manager aus Europa, den Jerome Hurt, ja, der ganz Europa verwaltet und einen riesen Aufwand, der sehr viel Zeit hat, der im operativen Geschäft extrem eingebunden ist, in Deutsch, Englisch und Französisch alles mit betreut, und trotzdem er seine Zeit sich nimmt
um mit der Community direkt als General Manager auch zu kommunizieren. Das hat aber zusätzlich nicht nur über Social Media, also der kombiniert dieses Offline und Online miteinander vor Ort in den Events und der hält sie jetzt auch noch, up to date über die sozialen Medien. Das hat dazu geführt, dass die Menschen nie immer diese Beziehung, dieses Seil, dieses unsichtbare Seil der Beziehung verlieren. Weil eins muss einem auch letztendlich klar sein, ja. Und das ist der Grund, warum Elon Musk das tut. Das ist der Grund, warum ich das einfach tue. Das ist der Grund, warum viele erfolgreiche Menschen das einfach letztendlich in dem Bereich tun, die sich nicht ausschließlich hinter ihrem Unternehmen verstecken. Meine Community, ja, jeder Einzelne, der hat mir ein Abonnement, eine Subscription, ja, ein Like, ein Gefällt mir, eine Freundschaftsanfrage gesendet. Er hat mir gerade in dem Moment mir einen Vertrauensvorschuss gegeben und gesagt hat, Sama, das, was ich gesehen habe, gefällt mir und ich will mehr haben von dir. Das bedeutet, er verlangt das von mir und ich sehe, das funktioniert, das passt, die Leute, hilft das weiter. Ohne meine Community würde ich heute diesen Job nicht mehr machen. Ja, ich bin ja Fulltime-Unternehmer, ja, und kann meinen Traum leben, ja, ohne diese einzelnen Personen, auch wenn die jemals, niemals was kaufen würden, ja, ein bestimmter Prozentteil ist ja immer da, der dann sagt, okay, ich bin bereit auch für die Dienstleistung dann letztendlich zu bezahlen, ich will mehr haben, ich will beraten werden, ich will mit ihm durch ein Coaching durchgehen, ich will mit ihm dort etwas aufbauen, aber derjenige, der nicht kauft, ist für mich genauso wertvoll und genauso wichtig, als derjenige, der gekauft hat. Weil derjenige, der nicht gekauft hat, der mich aber trotzdem unterstützt hat mit der Reichweite, der für mich da ist, der gesagt hat, ey, ich schaue mir das an, ich gebe ja was raus und ich kriege was von ihm wieder, der hat mich überhaupt dazu hingebracht, zu diese Brücke zu schlagen zu demjenigen, der kauft. Und ich finde es einfach immer ein bisschen blöd, wenn viele Menschen dort arrogant sind und sagen, nee, ich antworte den Leuten nicht oder ich kommentiere da nicht. So, das ist meine Welle. Das sind die Leute, die mich hochgetragen haben. Für die bin ich sehr, sehr dankbar. Und mein Ziel ist es wirklich, 1 Million Menschen dann halt auch zu erreichen auf jedem Kanal. So, auf jedem Kanal 1 Million Menschen zu erreichen. Und wenn du von 0 auf 1000 gekommen bist, dann kommst du von 1000 auf 10.000. Die Frage ist, welche Ambition hast du einfach für dein Unternehmen einfach letztendlich. Und klar geht das auch, wenn du Richtung international gehst, aber der Community-Aufbau, Menschen an dich zu binden, mit Menschen kommunizieren, hat noch nie besser funktioniert als heute. Siehe Dieter Bohlen, wo ich in einem Podcast gehört habe, dass der 9 Stunden am Tag, das muss man sich überlegen, das ist Dieter Bohlen, ja, 9 Stunden am Tag Instagram nutzt. Der antwortet wirklich selbst auf die 1000 Kommentare selber. Und die haben ihn gefragt, warum. Er sagt ganz ehrlich, das ist ja Dieters Tagesschau, ja. Ich brauche heute nicht eine Bild, ein RTL, eine Süddeutsche. Ich bräuchte das eigentlich nicht mehr. Weil egal, was die jetzt zum Beispiel über mich schreiben würden, der ist ja cool mit denen, aber egal, was die über mich schreiben würden, ich kann immer mit dem Handy rausgehen, ich kann meiner Community sagen, den folgen, glaube ich, auch über 1,2, 1,3 Millionen, wenn nicht sogar mehr. Man kann direkt rausgehen. Das sind Leute, die Dieter haben wollen, ja. Das ist die Zielgruppe. Und du brauchst nicht ein Dieter Bohlen zu sein. Du kannst aber der Dieter Bohlen in deiner Nische werden. Ja. Ne? Du kannst 1000, 2000, 3000 Follower in deiner Nische aufbauen. Und wenn davon 200 Kunden dann letztendlich werden, ich safe, dann hast du ja alles richtig gemacht. Das ist ja gerade bei Instagram, da sieht man ja immer mehr Promis, die da mit sich, also mit einem anderen Promi, abends zum Beispiel 20 Uhr Talks machen. Wo du dann Markus jemals, ne? Dass du an so einem Promi so nah behind the scenes kamst. Genau, und du kannst dir die Frage stellen und alles. Und das finde ich halt, das macht sie halt greifbar. Und das ist halt, wenn du über die Bildzeitung oder über sonst irgendein Medium da gehst, das ist ja auch der Grund, warum wir ziemlich stark auf Livestreams gehen. Ja. Also wir haben ja viele Formate. Nächstes Jahr kommt noch ein Promi-Format dazu, wo ich dann Promis im Talk habe, wo dann so ein kleiner Talkkreis wird, wo dann auch Frage und alles gestellt werden dürfe oder könne, wo dann halt auch wieder nah an den Promi rangekommen wird. Und ich finde es halt, das gab es früher nicht. Und
das ist halt auch dieser Wandel in den Medien und deswegen haben halt viele auch diese Livestream-Formate mittlerweile drin, Social Media, zum Beispiel Xing, du kannst keine Videos hochladen, du kannst keinen Livestream machen. So, die Frage ist, wie lange kann das Xing noch durchhalten? Ja, das sind viele Unternehmer, die das Social Media halt nicht können oder die halt eben halt nicht nutzen. Aber wenn ich halt auf LinkedIn gehe, kann mein Livestream machen, kann auch Videos hochladen. Das ist einfach, da erreiche ich die Leute ganz anders. Ja? Und das ist halt für mich auch ein wichtiges Thema. Und wie du schon sagst, du baust deine Community da auf. Du kannst da direkt rangehen, so wie Dieter Bohlen. Und ich habe gestern kurz, wo da so Mathe-Tutorials bei YouTube spielt ein. Der macht zum Beispiel bei Instagram, macht er immer, du kannst anklopfen und dann holt er dich in den Talk rein. Dann kannst du ihm ein bisschen was erzählen. Da waren Schüler gestern da, die haben ihm erzählt, sie sind jetzt in der Klausur und das hat ihnen da weitergeholfen. Aber das und das hätten sie noch gern. Und da hast du richtig Interaktion. Und das ist ja auch zum Beispiel gerade, wenn wir unseren Pitch Friday machen. Ich sage immer, 3 Minuten ist ja der Pitch und 7 Minuten ist Q&A. So, da können die Zuschauer den Startups Fragen stellen. Und das ist einfach, da sind viele Gründer dabei, die den Startups Fragen stellen. Da sind vielleicht auch Mitbewerber dabei. Ja, aber das ist für beide Seiten gut. Die Startups lernen dabei, sich weiter zu pitchen. Die kriegen von der Zuschauer auch Ideen, wie sie vielleicht Dinge anders machen können. Und das ist einfach die Interaktion. Und das hast du. Und deswegen ist auch heute in Social Media, das heißt ja immer, wenn du im Social Media bist, da hast du keinen wirklichen Außenkontakt. Deswegen sind ja so Livestreams und so. Und das mache ich ja immer mehr, gerade auch bei TikTok. Also man, wenn du abends bei TikTok durchscrollst, was da Livestreams sind. Absolut, absolut, ne? Ja. Ich muss mal überlegen, wie unfassbar das eigentlich ist. So, ich kann das manchmal wirklich nicht anfassen, weil ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die analoge Welt, ich bin Kind der 90er, ja, Baujahr 82, Kind der 90er, dass ich die analoge Welt und die digitale Welt einfach kenne. Jetzt muss man sich aber wirklich jetzt mal einfach ganz klar: Studio, Sendezeit, Netzwerke, Equipment, Techniker, Tontechniker, Kameraleute, ja, ein Redakteur, ein Regie, was du alles benötigt hast, ja, so, um zu senden im TV, was ja heute genauso noch ist. Jetzt hast du ein Gerät, ja? Ja, du hast dein Fernsehstudio. Du gibst ein Fernsehstudio ein und drückst auf einen Knopf und sendest in die weite Welt. Ja. Also jetzt mal wirklich, ich finde es mega traurig, dass ich im Ende des Jahres 2020 darüber noch reden muss, wie unglaublich das eigentlich ist. Und dass Leute immer noch das als Livestream sehen. Deswegen sage ich, verlasst wirklich, geht in die Helikopterperspektive. Geht in die Perspektive raus, von oben drauf zu schauen, welche ungeahnten Möglichkeiten es für einen Unternehmer, für eine Unternehmerin, für einen Dienstleister es da draußen einfach letztendlich gibt, um mit seiner Botschaft in die weite Welt hinaus es zu verbreiten, ohne einen einzigen Cent zu investieren. Dass diejenigen natürlich, die Creator, dass natürlich die Leute belohnt werden, die sich extra Mühe machen, die sich wirklich hinsetzen und Gedanken machen über die Themen, die sich auch mal kreativ Gedanken darüber machen, wie kann ich meine Botschaft kreativ den Menschen vermitteln? Ja, wo gab es das besser als Sender und Empfänger gleichzeitig zu sein? Und wer das erkennt, wenn er heutigen Zeit mit Mehrwert nach außen arbeitet, wird sich niemals Gedanken machen müssen mehr, finde ich passende Kunden, um Produkte zu verkaufen oder von leben zu können. Und das verändert sich immer mehr Richtung Business Influencer. Social Media wird immer mehr zu Social Business, aber mit dem Charakter
von Social, das Wort steckt schon immer wieder drin. Es ist brutal. Und das ist das, auf was ich mich freue und worauf sich auch meine Kunden auch mit mir gemeinsam in Zukunft freuen können. Wie viel da noch kommen wird, speziell Videos stecken in den Kinderschuhen. Da sind andere Länder viel, viel weiter als wir. Nur wir übernehmen leider. Bis jetzt übernehmen wir leider. Wir sind nicht diejenigen, die vorpreschen. Ja, wir reiten auf der Welle mit. Wir sind nicht diejenigen, wir sind nicht der Tsunami, der diese Welle startet. Und aber ich kann dafür sorgen, dass ich meine eigene Welle, meine eigene Blase, meine eigene Szene selber lostrete. Und du wirst immer belohnt. Ich kenne keinen ausnahmslos in meinem Umkreis, der nicht, wenn der vernünftigen Content gebracht hat, wenn er sich immer weiterentwickelt hat, wenn er mit dem Plattform Friendship, Freundschaften geschlossen hat, weitergegangen ist, der nicht dafür belohnt worden ist. Das ist Mathematik. Erfolg. Ja, das ist ja sowohl im, also in Social Medias als auch wenn du auf Events und so. Das ist ja auch das Thema, wo ich sage, du musst auf Events gehen. Du musst auf Messen gehen. Du musst da schon. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Also mein, das, was wir dieses Jahr gesehen haben, was große Messeanbieter an Online-Veranstaltungen abgeliefert haben, das funktioniert einfach nicht. Ja, also bin ich absolut deiner Meinung. Vielleicht entsteht auch manchmal ein falscher Eindruck darüber, weil wir in der heutigen Zeit jetzt reden. Ich habe online oder über Social Media nur als Waffe, als Tool benutzt, um die Menschen auch dann offline oder am Telefon dann zu bekommen. Ja, ja. Ich habe nichts davon, anonym hinterm Rechner zu, deswegen Livestreams etc. Ich freue mich, wenn die Messen und die Netzwerke oder die Messen und die ganzen Veranstaltungen wieder losgehen, um dort die Netzwerke auch wieder aufzufrischen, um die Menschen auch wieder zu sehen. Es macht aber brutal auch was aus, wenn du, Markus, mit Livestreams über die letzten 3, 4, 5, 6, 7 Monate, ein Jahr unterwegs bist und du tauchst auf einer Messe auch so und dann kommen die Leute und sagen, ey Markus, ich habe dein Video gesehen, ich habe das gesehen. Genau. Hast du einen anderen Zugang? Genau. Und das ist das, also du solltest die Medien als zusätzliches, mächtiges Werkzeug nutzen, aber die Geschäfte von Mensch zu Mensch werden immer laufen und es ist extrem wichtig, Netzwerke aufzubauen, auch auf Messen. Ja, ich find es halt auch gut, wenn genauso wie du sagst, wenn du das verknüpfen tust, das ist ja das, wenn du auf eine Messe gehst und holst dir Leute her und machst mit denen Interviews oder Livestreams, ja, ich meine, das ist ja so ein Thema, du nimmst schon. Du hast ja, wie du schon sagst, du hast dein Studio in der Hosentasche, du holst Smartphone raus, hast vielleicht ein kleines Stativ, stellst Smartphone hin, machst ein Interview mit jemand, ja, der genau in deiner Branche vielleicht die Nummer 1 ist, ja, und dann hast du wieder Reputation. Und das ist ja das, was wichtig ist. Zum Abschluss unseres Afterwork Talks. Möchtest du den Nachwuchs-Influencern, Online-Marketer etwas mit auf den Weg geben? Ich weiß nicht, ob ich in der Position bin, Leuten was auf den Weg zu geben. Ich will mich nicht in die Lehrerposition bringen. Ich kann nur eine persönliche Empfehlung einfach mitgeben, wo mein Change einfach stattgefunden hat. Ja, mein persönlicher Change in den sozialen Medien, aber auch persönlich. Messe dich nicht an Zahlen, was die Follower betrifft. Also vergleiche dich nicht mit anderen Menschen, mit anderen Influencern, Leute, die viel länger dabei sind, die was ganz anderes machen als du. Halte dich an deine eigenen Zahlen. Also guck immer in deine Insights, wie reagieren die Menschen darauf, welche Inhalte passieren. Vergleich dich nicht mit anderen Personen, weil das führt zu Depressionen, das führt zu Selbstzweifel, dein eigener Selbstwert sinkt. Das ist der erste Tipp, den ich potenziellen Mikroinfluencern und Influencern mit auf den Weg geben kann. Vergleiche dich nicht mit anderen, weil das ist eins der wichtigsten Punkte, die mir mein Mentor aus dem Bereich Social Media, einer der erfolgreichsten Motivationspersonen auf Social Media, ja, dem Björn, schöne Grüße hier an dieser Stelle, mitgegeben hat, nicht zu vergleichen. Und als ich das angefangen habe, dann hast du eine eigene Bubble. Ja, du hast deine eigene Welt. Dich interessiert nicht mehr die andere Welt. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, bringe wirklich Content, der aus deinem Herzen und aus deinem Kopf kommt, nach außen hin. Also, versuch nicht
Content zu adoptieren von anderen Leuten, versuch dich inspirieren zu lassen, aber versuch nicht etwas zu kopieren eins zu eins von anderen Leuten, weil du baust dir deine Community, die erziehst du dir ja mit an, die lernen dich ja kennen. Also Punkt Nummer zwei ist, bringe wirklich relevanten Content nach außen hin, der Mehrwerte bringt, der deine Leute auf jeden Fall ja weiterbringt, der ein bestimmtes Problem löst, wenn sie ein Video von dir geschaut haben oder ein Posting gesehen haben oder ein Livestream, fühlen sich nach diesem Livestream, nach diesem Video, nach dem Posting besser oder schlechter danach. Das ist Punkt Nummer zwei. Und Nummer drei, sage ich immer, I give a fuck what other people think. Das ist von den drei der wichtigste. Ich gebe wirklich einen Fuck drauf, was andere Leute, die nichts mit mir zu tun haben, die nichts mit der Branche zu tun haben, die weder in meinem inneren Umfeld, mein Inner Circle zu tun haben, was die von mir denken. Das war nicht immer so. Ich habe immer geguckt, boah, der hat ein krasses Kommentar geschrieben oder manchmal ist eine Beleidigung da am Start. Oder solange deine Community, solange deine Familie, ja, also die reelle Familie und deine Community, ich habe zwei Familien tatsächlich, einmal meine Community als Family und natürlich meine richtige Familie, ja, solange die mit dir einverstanden sind, dann ist safe. Weil 99% der Leute feiern das, was du sagst. Mhm. Und 1% werden immer sagen, ah, was erzählt der für ein Quatsch, das passt doch vorne und hinten nicht. Aber wir machen den Fehler, dass wir uns immer anfangen, auf die 1% zu konzentrieren und die 99% zur Seite schieben. Also, du musst darauf wirklich einen Fuck drauf geben, was andere über dich denken, über deinen Inhalt, sondern die Leute, die dir deine Likes, deine Kommentare schreiben. Ich kriege so viele brutale Nachrichten, so viele Privatnachrichten, wo Menschen sich bedanken dafür, dass das Video zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist, den weitergebracht hat. Und das ist, wenn du aus deinem Herzen einfach sprichst, wenn du wirklich mit deinen Produkten und deiner Person den Menschen nach vorne bringen willst. Und das ist wirklich drauf zu kacken, weil du musst dir eine Sache überlegen, wenn du dir ein Video von Biene Maya mal anschaust, ja, sogar es gibt Volltrottel, die Biene Maya einen Daumen runter gegeben haben und dort Biene Maya bei YouTube beleidigen. Also wie kannst du Biene Maya beleidigen? So, ne? Verstehst du? Und es wird immer halt, das ist ein wichtiger Punkt von allen diese drei Tipps. Wenn du das kannst, wenn du da, wenn du motiviert bist, wenn deine Ambition, wenn diese Sucht nach Erfüllung deines eigenen Traums, nach Selbstverwirklichung größer ist als die Angst, was andere Menschen davon sagen, dann wirst du erfolgreich werden. Das ist das, was ich mitgeben kann. So, sag mal, ich bedanke mich bei dir für die Zeit. Ich finde, wir hatten heute Abend wieder ein super toller Afterwork-Talk. Ich wünsche euch jetzt schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im neuen Jahr mit dem nächsten Afterwork-Talk. Morgen ist noch das Finale des Startup of the Year Laser Awards, beginnt ab 14 Uhr und wir sehen uns. Servus. Alles Gute, bleibt gesund. Ciao. Ciao.